Ich lese jetzt ein paar Texte, die entweder neu sind, nicht gelesen sind, nicht gedruckt sind oder wo abgedruckt sind, aber ich weiß nicht mehr wo. Da gibt es jetzt, weil wir jetzt eine Parallellesung haben von der Barbara Frischmuth in Steins, lese jetzt was zu Barbara Frischmuth. Und zwar ist das ein Text, der ist entstanden, da steht sogar noch das Datum drauf, 2004. Und zwar haben wir da beide in Wien einen Preis. Also wir haben bekommen das Goldene Buch des österreichischen Buchhandels. Und zwar für eine Publikation, die halt über viele, viele Jahre immer wieder verkauft worden ist. Das war bei ihr die Klosterschule und bei mir der Hödelmoser. Danke. Damals habe ich sozusagen die Laudatio zu ihr gemacht und sie zu mir. Ich lese jetzt noch einmal diese, weil damals waren ja nur ein paar Wiener dabei. Zitat: Ansonsten interessieren uns noch die Tiere des Urwalds, etwas Geheimnisvolles und Geschichten aus dem Leben. Zitat Ende. Diesen kühnen Satz habe ich gestern, heute, jetzt wiedergefunden in einem Buch, das ich wieder gelesen habe und wieder entdeckt, weil ich es inzwischen, es ist ja schon so lang her, leider vergessen habe, das ganz wörtliche Buch, und daher als ganz neues Buch gelesen habe. Und dieser Satz hat herübergeschimmert zu mir heute, und möglicherweise war es dieser Satz, der mich als Autor überhaupt angestartet hat, denn als das Buch erschien, 1968, war ich beileibe kein Autor, meine Seele und der Geiste auch nicht. Erstmals sah ich Barbara Frischmuth im Fernsehen. Ferry Radax filmte sie als im Gewand einer Nonne in einem Teich in Brunsee. Als sie im Gewand einer Nonne in einem Teich in Brunsee unterging und Wolfi Bauer und Fredi Kollerich assistierten diesem Tiefgang. Das Forum Stadtpark tauchte auf mit diesem Untergang in den Medien. Kurz darauf schrieb Europa von der heimlichen Literaturhauptstadt und ich als Student in der Wiener Provinz wusste nur eines, da will ich hin. Ich las Marcuse, Oswald Wiener, Barbara Frischmuth, die französischen Existenzialisten, Heidegger, Kierkegaard, Bloch, Hegel und Marx. Von all diesen Menschen ist mir nur Barbara Frischmuth begegnet. In der Wohnung eines gewissen Peter Rosei trafen wir uns, um Monopoly zu spielen. Einer brandneuen Variante von DKT, das kaufmännische Talent. Barbara Frischmuth war keine Nonne mehr. Ihr Lektor Dr. Urs Widmer hatte ihr erstes Buch auf den Markt geworfen und sie war jetzt die Frau eines Rennstallbesitzers. Ich traf sie in einem Moment ihres Lebens, als sie die Frau von Punkt und Punkt war. Später war sie das nie mehr. Ich traf sie, als ich eben meine Karriere als Mönch des Schottenstiftes beendet hatte. Auch später wollte ich nie mehr der Mönch von irgendwo sein. Barbara hatte in einer Klosterschule gelebt, ich in einem Kloster. So schlimm wie in der Klosterschule war es bei uns Mönchen nie. Schlimm genug zum Weggehen war es jedenfalls, beiderseits. Barbara ging in die Türkei. Viele Leben hat Barbara Frischmuth seit damals durchlebt. Viele Entpuppungen hat dieser Schmetterling seit damals hingeknallt. Jetzt lebt dieser Papillon in Alt-Aussee, wovon er ausgeflogen war, und hat ein steirisches Dirndl im Kleiderschrank und ein türkisches Herz im Busen. Wenn man sie heute besucht, kann es sein, dass man bei italienischem Weißwein und japanischem Knabbergebäck über die Situation der Muslime spricht, über die in Teheran, in Riad, in Kairo, in Bangladesch, in Tunis oder Wien. Den Sumpf der Intoleranz hat sie erhobenen Hauptes hinter sich gelassen. Heute ist Barbara Frischmuth die Bäuerin der Toleranz, des Miteinander. Das übt sie unaufhörlich in der Wohnung, auf der Veranda, im Garten mit ihren Pflanzen und hofft, dass die Menschen nachziehen. Ansonsten interessieren sie noch die Tiere des Urwalds, etwas Geheimnisvolles und Geschichten aus dem Leben.